Okay Leute, herzlich willkommen zu Classic & Co. Einkaufstour 2023. Wir sind hier in Laguna Beach, Kalifornien und hier ist nicht nur das Wetter geil, sondern hier gibt es auch verdammt geile Autos. Ja, herzlich willkommen, Freunde, zur ersten Folge der Einkaufstour 2023. Wir beginnen in San Francisco und sind nun auf dem Weg nach Clayton, auch im Staat Kalifornien, um uns dort einen richtig geilen 1973er Ford Ranger anzuschauen. Zumindest auf den Bildern sah er sehr vielversprechend aus, aber das ist ja oft nur die halbe Wahrheit. Außerdem werden uns einige coole Überraschungen erwarten, also viel Spaß mit der ersten Folge. Folgendes Problem, sind hier angekommen und das Ding springt nicht an, weil die Batterie tot ist. Jetzt hat er ja seinen Kumpel hierher bestellt, der baut eben eine Batterie aus seinem Auto und dann fangen wir den einmal an. You want you got gas, Rocky? We can pour in the carb? Yeah, I have to go up there and get some. Yeah, Just go get a little bit of gas so you can see it kind of idle for like a couple seconds. Yeah, it'll run until it burns up all that fuel in the carb. Yeah. Okay, we'll fill with gas. Try giving it a little less throttle. Okay. Yeah, it's using that gas quick. But I'm good, you know. Like, yeah. Fine. Probably need the carb. Probably clean the carb out too. Yeah. Okay, also wir haben das Ding jetzt gekauft. Und das hier ist der Titel, also California Title zu dem Auto. Und das Auto ist natürlich jetzt noch registriert. Und das hier muss ich eben ausfüllen. Das sind meine Informationen. Da steht dann drauf, dass das Ding jetzt nach Deutschland dann geht, damit die halt sozusagen die Abmeldung machen können. Und dann sind wir eigentlich hier auch schon fertig. Müssen wir noch ein bisschen zum Laufen bringen. Aber das ist kein Problem. Also, wir haben den Truck jetzt hier gekauft und ist schon eigentlich alles abgewickelt. Ein paar Sachen waren überraschend, also wir wussten jetzt zum Beispiel nicht, dass er nicht läuft, kam hier an, Batterie leer, angeblich über Nacht, aber wird wohl gestimmt haben, weil Batterie war brandneu. Der hatte aber noch andere Probleme, dass er halt keinen Sprit aus dem Tank bekommt, aber die haben alles Mögliche schon neu gemacht an dem Auto, sprich neue Zündkerzen, Zündkabel, Kühlerschlauch, ist auch alles neu, die haben also wirklich viel schon gemacht. Nachträglich haben wir dann nochmal angefeuert, lief auch kurz. Ich konnte hören, dass der Motor soweit gut läuft. Klar ist da immer noch ein bisschen Risiko bei, aber glaube ich nicht. Vertrauen wir jetzt einfach mal an das Gute in den Leuten. Und Hauptgrund, warum ich den gekauft habe, ist der, das ist halt ein kalifornischer Truck. Und der ist von unten auch wirklich gut. Der hat keinen Rost, die Türunterkanten sind super. Hat noch den originalen Dachhimmel. Innenraum ist ein bisschen verschlissen, aber wir haben ja einen Sattler hier in Amerika. Da werden wir den wohl hinbringen und das noch machen lassen. Oder dann halt in Deutschland, je nachdem wie das zeitlich passt. Also der wird eine neue Sitzbank kriegen, der wird einen neuen Teppich kriegen. Aber der Dachhimmel gefällt mir ganz gut. Armaturenbrett hat auch keine Risse. Ansonsten Türkante, hier siehst du ja auch, ne? Das ist auch super. Auch kein Rost. Ja, das ist auf jeden Fall nice. Dann keine Laderaumbeschichtung drauf. Ist auch schön. Wollen viele Leute lieber so ein bisschen angerostet haben, als dass das dann irgendwie mit irgendwas übergeschmiert worden ist. Natürlich ist das jetzt, du meintest ja zum Beispiel, der sieht ein bisschen abgefuckt aus, so, ne, auf den ersten Blick. Ne? Aber ich sehe halt das Potenzial in dem Auto. Der Wagen, erstmal die Farbkombi ist cool. Dann hat er eigentlich keinen richtigen Rost, der Wagen. Und hier hat er jetzt eine Beule. Ne?
Ich muss mal gucken, was wir dann in Deutschland machen, ob wir das lackieren lassen oder ob wir das so lassen. Viele Leute mögen ja auch so ein bisschen Patina und das darf ja auch gelebt haben, das Auto. Das ist ja ein Truck, der jahrelang genutzt worden ist. Also sprich, kein Mensch erwartet jetzt einen Neuwagen für so ein Ding. Ne? Und diese Seite zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das kann man jetzt schlecht filmen, ne? Aber die hat bis auf diesen kleinen Nick hier vorne, dieses Ding, gar nichts. Ne? Das Ding ist mega gerade. Ne? Also die Seite ist wirklich toll. Ja, ansonsten schöner kalifornischer Truck. Die rosten oft halt unterhalb der Türen, dann oben in der Dachreling. Das hat er alles nicht. Scheiben habe ich ständig, dass die im Arsch sind, dass da richtige Steinschläge drin sind und so. Das spart mir natürlich jetzt hier Geld. Das brauche ich alles nicht machen. Und ich werde dann in Deutschland mich entscheiden, was ich mache. Ob ich den jetzt patinamäßig lasse oder ob ich den noch ein bisschen mehr investiere, ein bisschen mehr Geld reinstecke, um den noch schicker zu machen. Stoßstange vorne fehlt, die besorgen wir hier noch, bevor wir den losschicken. Und dann kriegt er hinten noch wieder die originale Felge dran. Aber ansonsten ist das ein cooles Ding. Das ist natürlich so prädestinierte Farmgegend. Die Leute, die hier damals gewohnt haben in solchen Regionen und irgendwie zum Arbeiten so ein Auto brauchten, die haben natürlich so eine Trucks gehabt. Und deswegen findest du so eine Trucks natürlich in solchen Gegenden und nicht unbedingt in der Los Angeles Metropole, weil da hatten die Leute andere Autos. Ne? Du musst halt ein bisschen weit rausfahren, ein bisschen aufs Land, damit du solche Dinger dann findest. Ne? Nachdem der Deal abgeschlossen war und der junge Mann sein Geld bekommen und selbst noch einmal nachgezählt hat, wollten sie mir unbedingt noch einen anderen Truck zeigen. Wir haben jetzt noch einen Truck zu verkaufen oder die Nachbarin und da gehen wir jetzt hin und schauen uns den auch noch eben an. Ich was denk, ist für einer? Irgendwie 70er C10. Ja. Ich denke aber, das wird nichts, weil die schon gesagt haben, dass der Rost hat. Ich glaube jetzt einfach nur eben mit, als damit man die nicht verärgert, sag ich mal so. Ja, ja, okay. Aber ich denke nicht, dass wir den kaufen werden, weil Rost ist immer so eine Sache, da habe ich keinen Bock drauf. This one is gonna need a lot more work. It's quite a project. I didn't know this one. What was the black one? Is this your one? Oh yeah, that. I mean, those are my uncle's. I want that thing. Those things are in good condition. Yeah, you gotta see. Show them the engine. Oh yeah, it's like a brand new freight engine. I mean, it just needs to be shaved. It's been sitting. But it's building it up, and then it just sat here. Crazy. Yeah. It's nice though. Yeah, I mean. Powered by Papa. Yeah. Yeah, I don't know if he's selling it though. We haven't talked to him in a while. Okay. That looks like a classic Porsche, right? Like an old one, I think. Yeah, it is. Yeah. Puts them on marketplace and sells them. Yeah. It's like an old if you're interested in any of them, we'll tell her and then she could get a hold of him very quickly. Okay. Yeah, so you like the German stuff and we like the American stuff. You know? My grandpa's pure German. Oh, really? Yes. Yeah, 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 the this old is his Mercedes place shipped that he passed over. On now. Oh, yeah. Okay. Got it. Okay. Dann gehen wir, was? Warte mal, nicht so schnell. Denn dann kam noch die Oma vorbei und wollte mir unbedingt ihre Autos präsentieren. More like trucks. Truck? Yeah. How about El Caminos? Oh yeah, I love El Caminos. Do you? 72. I got an El Camino with the 350 motor. Really? I do have a 59 in Germany. 59? 59 El Camino. Nice. But I'm working on it since forever. It's like a lifetime project. I'm Nancy, by the way. Oh, Nancy. I'm Chris. Name? Chris. Chris. Oh, Christoph, but I go as Chris. Yeah. This okay. Is my dad's Jew. He's filthy. I gotta get washed, but it's a beautiful car. Oh, it's nice. The interior, it's beautiful. Yeah. It's like brand new. He kept it in here. I got the key up there. I can't open it, so. And you drive it? What? Yeah, I drive it. I just registered it. Took it out of Vermont. It's nice, huh? Oh yeah, it's beautiful. In Germany, they born it. My grandmother from Italy. Oh really? And the headlights are different to the compared to the German. I need a new one. I think they changed them. They did something to make it less power, I know that, because you can't stick your foot in and go here. Yeah. You know, once you get on the freeway, it builds up momentum, you get going. Yeah. It goes good. It's a nice one. It is beautiful. I know I need to wash it. My dad would be so mad if he seen that. He would have been 100 years old last week. This is, but the El Caminos over here. El Caminos sind nice. Aber ich liebe El Caminos. Es gibt nichts Geileres als El Caminos. It's all there. Can uncover it. Looks like original paint, right? The trim is here, the body's good.
Yeah. All the body. It's all there. It's a good restoration project. Does it run? Does it run? Yeah. Yeah, okay. I don't know if I have a battery in it, but it runs. Okay. Yeah, I just parked it here the other day. I had to move cars around. Also nur mal zum Beispiel, das ist für mich so ein bisschen zu viel schon, aber es gibt auch Leute, die sowas kaufen. Ne? Aber für mich ist das einfach zu viel Arbeit. Jetzt nicht unbedingt das, wofür ich jetzt mich begeistert, sag ich mal. Also na, in so einem Zustand. Ne? Ja, okay. Ja, I just had a rebuilt motor. Yeah. It's beautiful, brand new alternator. Yeah, I don't have the battery hooked up, but yeah, it runs beautiful. Ja, Engine looks clean, you know. Yeah, real clean. Ja, das ist jetzt witzig, das Auto sieht von außen so aus wie so ein Projekt, aber der Motor sieht ganz gut aus. Also da haben sie schon ein bisschen was gemacht. Ja, das ist Erstlack, so wie es aussieht. Und das ist dann ganz normal, dass das über die Zeit dann so ein bisschen anläuft und so ein Flugrost bildet. Das kann man, könntest du sogar nachschleifen und rauspolieren. Zum Großteil bist du natürlich nicht perfekt hinkriegen. Ja. Aber ist natürlich für mich ist das viel zu viel Arbeit. Ja. Ja. Zu viel Arbeit, aber trotzdem mega coole Autos. Und das ist tatsächlich öfter in den USA so, dass man irgendwo im Hinterhof einfach solche Wagen stehen hat. Nur eine kleine Sache habe ich nicht ganz bedacht. Okay, wir sind jetzt hier auf dem Weg zurück. Es ist so peinlich. Wir haben diesen Mietwagen hier bekommen beim Verleih, ein BMW X5. Die übertriebene Karre sind dann hier bei solchen Gegenden unterwegs, kaufen die Autos von irgendwelchen Rednecks. Das habe ich mir natürlich, ist mir sehr später aufgefallen, dass das vielleicht nicht so ganz optimal ist. Aber die waren trotzdem cool, oder? Ja, die waren sehr geil. Die waren cool. Richtig cool. Ja. Und ist natürlich eigentlich ein bisschen dumm, mit so einer Karre davor zu fahren und dann nachher den Preis zu verhandeln. Siehst halt aus wie so ein Millionär, wenn du da auf den Hof gerollt kommst und handelst dann da bei Leuten, die jetzt nicht für so viel Geld haben, noch um 100 Euro ne? oder 1000 Euro. Ne? Dann ist natürlich immer, aber egal, hat ja gut geklappt. Ne? Nächstes Mal holen wir so einen richtig abgefuckten Mietwagen. Richtig ranziges Auto und platten Reifen. Und dann bezahlen wir mit 1 Dollar Schein.